Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Spielevorstellung von mir. Ich zeige euch... Dieser Ort eignet sich gut, um eine Stadt zu gründen. Danke, danke. Heute stelle ich euch Sid Meier's Civilization 5 vor. Wenn mich meine Berater nicht ständig unterbrechen, fängt ja schon mal gut an. Sid Meier's Civilization 5, können wir irgendwie pausieren oder so? Ja, ich gehe mal ins Menü. Ist ein sogenanntes 4X-Strategiespiel. Dabei stehen die 4X für Explore, Expand, Exploit und Exterminate. Also auf Deutsch erforschen, expandieren, ausbeuten und vernichten. Also das Land ausbeuten und die Gegner vernichten. Jupp. Zurück zum Spiel. So. Hier haben wir die gesamte Karte. Wir spielen die deutsche Nation. In dieser Spielevorstellung und wir haben 4000 vor Christus. Also wir werden die ganze Zeit durch die Zeitreise, eine Zeitreise durch alle möglichen Zeitalter machen in diesem Spiel. Also von der Antike bis hin ins Weltraum, bis in die ins Raumfahrtzeitalter. Können auch sicherlich irgendwann wo sind das Forschungsmittel genau, ich mal kurz öffnen und euch das zeigen. Können wir mal hier durchscrollen. Wir sind im Augenblick in der Antike. Dann kommen wir später ins klassische Zeitalter. Und zum guter Letzt landen wir in der Zukunft. Also in der Raumfahrtzeit. Und man sieht auch, daran, da ändern sich die Forschungen auch dementsprechend. Also werden wir hier in der Antike noch ganz einfache Sachen haben, wie Steinmetzkunst, Bogenschießen, Keramik. Haben wir in der Moderne zum Beispiel Penicillin, Plastik, Elektronik, Satellitentechnologie und so weiter an Forschungen. Und jede Forschung schaltet halt neue Sachen frei und verbessert andere Sachen. Aber dazu gleich. Das Menü schließen wir erstmal wieder. Kommen wir erst einmal zum Interface und der Interagierung. Das erste, was wir machen sollten, ist hier unsere Siedler schnappen und uns eine unsere erste Stadt gründen. Die Siedler schicken wir dazu erst einmal hier an die Küste, weil eine Küstenstadt meistens besser ist als eine Stadt, die weit im Inland liegt, jedenfalls als Anfangsstadt. Und die Krieger, die könnten wir theoretisch einfach mal in die Gegend schicken. Man sieht hier in diesem Kreis, also hier, diese blaue Markierung zeigt die maximale Zugreichweite der Krieger an. Also um über den Fluss zu ziehen, brauchen sie eine Runde. Was nicht so toll ist, deswegen lassen wir sie einfach mal in diese Richtung laufen. Und sie haben Schafe entdeckt. Jupp. Okay, machen wir gleich mal nächste Runde. Jetzt ziehen die ganzen anderen Nationen und die Stadtstaaten sind dran. Stadtstaaten sind so gesehen neutrale NPC-Städte. Ihr solltet eure. Ja, ich will eine Stadt gründen und schon haben wir 3960 vor Christus. Was ich gerade sagen wollte, Stadtstaaten sind eigentlich nur NPC-Städte, also die haben keine wirklichen Soldaten auf der Karte, beziehungsweise die breiten sich nicht so aus wie wir und andere Spieler. Alte Ruinen bergen. Oh, ich habe alte Ruinen entdeckt. Die hole ich mir gleich mal. Aber erstmal klicken wir auf Stadt gründen. So. Unsere Stadt heißt schon typisch Berlin. Okay, das erste wählen wir ein neues. Was wir als erstes machen, ist unsere Stadt verwalten. Und zwar erst einmal brauchen wir Forschung. Hier sehen wir die Berater, die jeweilige Sache empfehlen, und hier steht, wie viele Runden es dauert, bis die Forschung betrieben wurde. Tierzucht wird von zwei Beratern empfohlen, deswegen nehmen wir Tierzucht auch als erstes Mal, damit wir. Ich merke gerade, wir haben gar nicht mal so viel Nahrungsmittelgebiet uns herum, außer die Küste mit Fisch. Deswegen gucke ich mal kurz in den Technologiebaum. Zum Segeln brauchen wir Keramik.
Deswegen wird unsere erste Forschung auch wirklich Keramik sein. So, und als zweites gehen wir nach Berlin und beginnen mit der ersten Produktion. Ich habe Informationen, die hilfreich sein. So, das erste, was wir produzieren werden. Ist ein Speertrupp. So. Damit wir mehr Truppen auf der Karte haben, die die Karte schneller erkunden. Meine Krieger schicke ich mal los, diese Ruine zu erforschen. Mal sehen, was wir darin finden werden. Nächste Runde. Jetzt ziehen wieder die anderen 12 und danach ziehen wir. Ja, wieder 40 Jahre vergangen. Auf zu den Ruinen. Ist am Anfang nicht besonders spektakulär, aber im Verlauf des Spiels, wenn wir mehr Truppen auf der Karte haben und mehr Städte haben, die wir verwalten müssen, wird das Ganze immer mehr. Und wir haben schon einen Bonus, wir haben einen Siedler bekommen. Diese Siedler schicken wir jetzt dabei das Gebiet hier am Fluss, damit sie dort eine neue Stadt für uns errichten. Hier wird sogar schon empfohlen, eine Stadt zu bauen. So. Die Siedler schicken wir einfach mal weiter vor. In der Nähe sind keine Barbaren und auch keine Feinde, also müssen wir uns keine Sorgen machen, weil Zivileinheiten können von Barbaren und gegnerischen Spielern entführt werden. Das ist dann nicht so schön. So, wir können mal kurz nach Berlin reingucken. Der Stadtbildschirm bietet an. Ja, danke. Hier sehen wir schon, in welche Richtung sich Berlin beim nächsten Geländefeld, also in 11 Runden, ausbreiten wird. Und noch in 4 Runden erhöht sich die Bürgeranzahl. Im Augenblick ist bei Berlin nur ein Bürger vorhanden, also das wird wahrscheinlich eine Million damit gemeint sein. Und ja, hier können wir auch einstellen irgendwo. Genau, die Produktion. Ach nee, halt, falsch. Nein, das will ich nicht. Was? Wo ist es denn? Genau, die Verwaltung von Bürgern können wir einstellen. Hier sieht man nämlich, wo unser Bürger gerade tätig ist und was uns das bringt. Würden wir ihn hier rüber schicken, wird uns das nur noch einen Nahrungszuwachs geben, was nicht so effektiv wäre in dem Fall. Später vielleicht ja, aber nicht jetzt. Zurück zur Karte. Nächste. Ach nee, halt, wir können erst ziehen. So. Ihr geht dahin und gründet da eine Stadt. Dort haben wir nämlich Marmor, Stein und Wald. Und noch mehr Schwemmland. Und ihr? Geht mal da runter in Richtung Schafe. So, nächste Runde. Okay, wir sind wieder dran. Und können die dahin ziehen. Und dort dann die Stadt errichten. Wir haben sogar einen Sumpf hier. Und Gewürze in der Nähe. Das ist eine schöne Stelle. Hier wäre auch eine schöne Stelle. Hier hätten wir nämlich Gold. Aber gut, nächste Runde. Da dürften bald die Speer fertig sein. Und Stadt gründen. So, Produktion. Man sieht schon, in dieser Stadt hier dauert das länger, weil sie nicht mal unsere Hauptstadt ist. Berlin hat nämlich 4 Produktionen. Unsere neue Stadt hat nur 2 Produktionen, leider. Wir könnten ihnen noch mehr Produktion geben, indem wir sie hier hinschicken, statt zur Nahrung. Was den Nachteil hat, wir haben eine Stagnation. Also die Stadt kann sich leider nicht selber versorgen. Beziehungsweise sie könnte es schon. Uns wird nämlich für jeden Bürger, den wir haben,
wird für jeden Bürger werden uns 2 Nahrungseinheiten abgezogen. Wir kriegen 2 durch die Stadt selber. Wir kriegen aber auch 2 hier durch dieses Gebiet hier, wo die Bürger arbeiten, eingesetzt werden. Deswegen ist es sinnvoller, lieber hier die Bürger einzusetzen und in dieser Runde, in dieser Stadt einfach einmal Krieger auszubilden. Bei 8 Runden können wir dann einen weiteren Bürger zuweisen und den zum Beispiel hier hinschicken. Dadurch erhöht sich die Produktion um einiges. Deswegen bilden wir hier mal Krieger aus, gehen zurück zur Karte und starten in die nächste Runde. So, Barbaren sind am Zug. Ihr könnt jetzt mal zusätzliche Aktionen. Ich will die Speer haben, bitte. Ich habe die Speer schon. In Stadt stationieren, Zugmodus. Erkunden automatisch. Und ihr erkundet auch mal automatisch. So. Jetzt können wir in unserer Stadt eine Runde warten. Dadurch kriegen wir einen neuen Bürger und dürften den Bautrupp schneller bauen können. Deswegen warten wir, obwohl machen wir den Bautrupp jetzt schon mal. Es wurden Barbaren entdeckt. Nicht schön. Den sollten wir aus dem Weg gehen, den Barbaren. Fürs Erste. Lieber aufpassen. Hier auf der Minimap werden uns übrigens auch Berge angezeigt. Wir können mal auf die strategische Ansicht wechseln. Hier sieht man es nämlich dann genauer, auch wo Ressourcen und so sind, wie Steine und das Gold. Stadt Berlin hat nun einen Punkt, das ist gut. Jetzt könnten wir theoretisch hier noch wieder was verwalten, aber das ist nicht notwendig, weil das hat er automatisch auf den besten Punkt gelegt. Also der Stadtverwalter, der automatisch da verwaltet. Und wenn wir in Berlin auf die Produktion gehen, naja, es hat sich nicht viel verändert, weil die Produktion immer noch gleich bleibt. Aber wir ja jetzt mehr Nahrung produzieren. So. Zurück zur Karte, da geht es jetzt in die nächste Runde mal. Da unsere Truppen ja automatisch am Erkunden sind. Stadtstaaten werden verarbeitet. Sagt denn der Ton zu dem Töpfer? Was machst du mit mir? Ein Auszug aus der Bibel. Das ist gut. Jetzt könnten wir theoretisch Kornspeicher bauen. Kostet etwas, kostet auch Unterhalt, also wird uns Reichtum abgezogen, wir diese Stadt produziert. Im Augenblick produzieren wir 8 Unterhalt pro Runde. Aber wenn wir halt die Kornspeicher bauen, produziert unsere Hauptstadt nur noch 5 Unterhalt, nicht mehr 6. Dafür kriegen wir aber 2 mehr Nahrung. Was wir aber im Augenblick nicht brauchen. Wir brauchen jetzt eine neue Forschung erst einmal. Und zwar empfehlen alle, dass wir segeln. Und das machen wir auch. Wir müssten übrigens auch Forschungspunkte generieren. Genau, Wirtschaft. Wirtschaftspunkte, die bringen eben die Forschungsfortschritte. Kann ich nochmal kurz hier reingucken. Es werden 63 Wirtschaftspunkte gebraucht. Und das kann ich schließen. Die Stadt produziert 5. Die Stadt produziert 1, also 6. Deswegen 11 Runden. Weil wir halt 63 brauchen, reichen 10 Runden leider nicht aus. Höchstens die Stadt wächst weiter. Aber gut, gehen wir in die nächste Runde.
Bis jetzt haben wir noch keinen anderen Spieler gefunden. Was etwas schade ist. Nebenbei andere Spieler. Oh ja, jetzt können wir eine neue Politik einführen. Also etwa eine ich habe Informationen, neue Sozialpolitik. Am Anfang stehen uns nur in der Antike diese drei zur Verfügung. Aber mit bestimmten Zeitaltern dann kommen neue, wie zum Beispiel Patronat und Wirtschaft im Mittelalter. Oder Freiheit und Rationalismus in der Renaissance. Aber jetzt wollen wir erst einmal eine neue Politik einführen. Wir können Traditionen wählen. Ist eine gute Wahl für kleine Reiche. Eignet sich am besten für Zivilisationen, die schnelles Wachstum anstreben. Und Ehre. Erhöht die Effektivität der Armee auf mehrere Arten. Wir können uns jetzt also entscheiden. Das ist nicht so toll, Monarchie. Plus ein Gold und minus eins Unzufriedenheit für jeweils zwei Bürger in der Hauptstadt. Nicht unbedingt. Ich würde entweder Unabhängigkeit nehmen. Ja. Das wäre nicht schlecht, weil dann könnten wir unsere Produktion steigern. Und unsere Konstruktionsrate. Geländefeldmodernisierung erhöht sich und dann arbeitet. Scheint in der Nähe der Hauptstadt. Ja, das wäre nicht schlecht. Nehmen wir mal die Unabhängigkeit. Fürs Erste. Dadurch kriegen wir schon mal einen Bonus, dass jede Stadt ein Kultur mehr bekommt. Man sieht hier oben, die Kultur haben wir 0 von 15. Sobald wir 15 erreicht haben, können wir die nächste Politik einführen. Und hier haben wir den Fortschritt bis zum nächsten goldenen Zeitalter. In einem goldenen Zeitalter produziert jedes Geländefeld in eurem Bereich mindestens ein Gold erzeugt, ein zusätzliches. Alle Städte erhalten plus 20% Produktion. Und wir erhalten halt 13 zusätzliche Fortschritte ins goldene Zeitalter, dadurch, dass unsere Bürger zufrieden sind. Also dadurch, dass sie nicht hungern müssen, dadurch, dass die Steuern niedrig sind und so weiter. Das ist ganz schön wichtig, so ein goldenes Zeitalter. Aber gut, nächste Runde. Können wir mal gucken, wo unsere Leute verteilt sind. Die Krieger sind da unten. Speer sind da oben und haben Kühe entdeckt. Hier habe ich etwas, das nützlich sein könnte. Oh, wir haben ein Naturwunder gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Die Neigung des Naturwunders Felsen von Gibraltar hat die Zufriedenheit im Reich erhöht. Ertrag wird bewirtschaftet, 2 Nahrung, 5 Gold. Wo haben wir das Wunder denn gefunden? Da. Also wenn wir hier eine Stadt bauen würden in der Nähe von den Felsen von Gibraltar, die gibt es übrigens wirklich, das Spiel nimmt ziemlich viel Bezug auf die Realität eigentlich, dann würden wir einen ziemlichen Bonus bekommen, wenn wir hier eine Stadt bauen und die Bürger das Gebiet bewirtschaften lassen. Und wir haben wieder Barbaren entdeckt. Okay. Die Barbaren interessiert uns nicht, dass die verschanzt sind. Also wenn hier so ein Schildchen über ihnen kommt, dann sind sie verschanzt. Okay, wir haben... Stadtstaaten sind kleine Länder, die nicht um den Sieg kämpfen. Ihr könnt Diplomaten... Ja, Stadtstaaten sind halt... Ich bitte um Verzeihung. Yep, wir haben jetzt Rio de Janeiro entdeckt. Kriegen dafür 30 Gold, weil wir als Geschenk von ihnen, weil wir die Ersten sind, die wir den Kontakt aufnehmen. Und die haben Eigenschaften und Persönlichkeit, also... Und haben Verbündete. Also im Augenblick sind sie mit niemandem verbündet. Sie sind maritim, also steigern die Nahrung, wenn wir mit ihnen befreundet sind.
Wenn wir mit ihnen befreundet sind, dann steigern sie die Nahrung in der Hauptstadt. Wenn sie Verbündete sind, dann steigern sie die Nahrung in allen Städten. Persönlichkeit irrational. Im Vergleich zu anderen Stadtstaaten steht der irrationale Stadtstaat oft ganz zufällige Forderungen. Ja, das könnten wir ja mal gucken. Rio de Janeiro ist hier oben. Wir können die Beziehung zu ihnen ändern, indem wir ihnen Gold schenken. Könnten wir ja sogar machen. Oder sogar Einheiten schenken. Wir könnten ihnen zum Beispiel Krieger schenken oder ihnen den Krieg erklären. Was wir nicht machen. Ah, ihr seid es wieder ausgezeichnet. Wir schenken ihnen mal etwas Gold. Können wir nicht. Wir brauchen 250 Gold für 40 Einfluss. Schade. Naja, gut. Machen wir mit der nächsten Runde weiter. Also ja, was ich noch sagen wollte zu den anderen Spielern. Man kann sich... Wir haben wieder Ruinen entdeckt und wir haben noch ein Barbarenlager entdeckt. Ah ja. Es gibt verschiedene andere Spieler, also... Wir sind jetzt in dem Fall Otto von Bismarck von Deutschland, verkörpern wir. Aber wir können jeden, alle möglichen berühmten Personen der Weltgeschichte treffen. Also aus der Antike, Julius Caesar, Alexander den Großen, Kleopatra. Aber auch aus der Renaissance, Napoleon und George Washington. Und kriegen sogar, wenn wir in so ein Diplomatiefenster von denen öffnen, also das hier. Mist, die sind zornig. Weil meine Speer durch ihr Gebiet gelatscht sind, sind sie zornig. Mist. Das war nicht so gut. Wir müssen nämlich erst mit denen befreundet sein, damit wir einfach frei durch ihr Gebiet laufen können. Sollte ich das nächste Mal aufpassen, was ich mit meinen Truppen mache. Ich hätte sie außen rum schicken sollen. Aber gut. Im Augenblick können wir eh nichts machen, außer die nächste Runde gehen. So. Einheit rüstet sich mit fortschrittlichen Waffen aus. Hey, jetzt sind unsere Krieger zu Speerkämpfern geworden. Das sind normalerweise erst die Truppen mit der nächsten Zivilisationsstufe, also in der... Ach, sagt's mir. Technologiebaum in der Klassik. Können wir nämlich... hier Bronzeverarbeitung. Speerkämpfer. Einheiten der Antike, die im Kampf gegen berittene Einheiten spezialisiert sind. Also wenn wir Bergbau erforschen, könnten wir... theoretisch das da weitermachen. Deswegen wäre Bergbau als nächstes gar keine so schlechte Idee. Weil wir haben hier ja Stein und Marmor. Beides müsste... Das war nicht so geplant. Segeln bitte. Schön bei Segeln bleiben. Steinmetzkunst. Brauchen wir vorher Bergbau, um die beiden Sachen hier frei zu machen. Damit wir dort Sachen... bauen können. Das erkläre ich euch aber erst in 10 Runden, wenn wir so weit noch kommen. Hoffe ich mal. Ihr findet eine grob gezeichnete Karte der Umgebung in einer Ruine da oben. Ja, ist wirklich grob gezeichnet und wir können eine neue Politik einführen. Jetzt will ich mal die Ausbildung von Siedlern. In Nähe der Hauptstadt und ein Arbeiter. Genau das hier. Sozialpolitik wirklich einführen. Jupp. Bautrupps. So, jetzt haben wir unseren ersten Bautrupp. Der kann gleich mal hier an der Stelle einen Bauernhof errichten. Das ist eine gute Idee. Weil dieses Schwemmland an der Wüste und am Fluss
Wenn wir hier einen Bauernhof errichten, gibt es plus 1 Nahrung von diesem Feld. Hier geht man weiter auf automatisch erkunden. Und damit war es das. So, die bauen jetzt hier einen Bauernhof. Beziehungsweise sie kehrt einfach. Lassen wir sie mal machen. Es bringt halt was, wenn wir solche Gebiete um die Stadt herum bebauen. Ja, da steht es auch gerade. Wir sind Konsul Bismarck von Deutschland und haben noch eine Ruine entdeckt. Und Färbemittel. Ah, gut. Wie sieht es bei Rio aus? Bei Rio sind wir nur noch bei minus 3, was schon mal praktisch ist, wenn wir uns mit denen mal verbünden wollen. Oh, und wir kriegen bald das Segeln. So, nächste Runde. Stadtstaaten sind wieder dran, Barbaren. Wir haben Wien getroffen. Ja. Mist, und die stehen in Wien drin. Bei den Österreichern. Eigentlich sollten wir uns ja gerade mit denen am ehesten verbünden, weil Österreich näher an Deutschland liegt als Rio de Janeiro, als Brasilien. Aber gut. Ihr seid weiter am Bauen. Wie lange braucht ihr für die Aktion noch? 2 Runden. Und ja, jetzt ist Wien stinkig auf uns. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. In den Ruinen findet ihr Überlebende. Sie lassen sich in euren Städten nieder und machen, ja. Du gehst einfach mal raus da. Ich sollte wirklich wieder manuell erkunden. Lassen. Also ist ja kein Zustand, wenn die sofort zornig auf uns werden. Ist auch lustig, dass die jeder von denen eine andere Musik hat. Okay. Nächste Runde. Wer das Meer beherrscht, beherrscht alles. Okay, Einspruch von Themistokles, also irgendeinem Griechen. Ihr geht mal zu der Ruine und erhaltet 50 Gold. Jawohl. Wie lange braucht ihr noch für den Bauernhof? Eine Runde. Okay. Wir brauchen eine neue Forschung, Bergbau. Und können dann gleich mal in die nächste Runde gehen. So, wieder Stadt starten und alles. Wen haben wir da entdeckt? Monaco. Okay, ihr habt keine Aufgabe mehr, deswegen geht ihr einfach mal darüber. Bebaut dann das Feld da. Und wir haben noch ein paar Barbarenlager entdeckt. Ja, die sind überall. Schlimm, schlimm. Ja, jetzt haben wir hier bei Berlin hier eine Farm gebaut. Dadurch sieht man, statt nur noch 2 Äpfel sind jetzt hier 3 zu sehen. Also kriegen wir noch mehr Nahrung. Und dadurch, dass wir mehr Nahrung bekommen durch dieses Feld hier, wächst auch unsere Bevölkerung etwas schneller. Was gut ist, weil dadurch können wir dann neue Bevölkerung hier platzieren und bekommen halt noch mehr Nahrung und alles. Zurück zur Karte aber erst einmal. So, ich würde mal sagen, für einen kleinen Einblick reicht das erstmal in das Spiel. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Das Spiel, was ich noch zu dem Spiel sagen sollte, ich spiele jetzt hier auf der größtmöglichen Map, also gigantisch mit 12 anderen Spielern und 24 Stadtstaaten.
dann kann so eine Partie schon mal mehrere Tage dauern. Wie man ja gerade sieht. Ich glaube, man muss irgendwo das Jahr 3000 nach Christus erreichen, um überhaupt zu gewinnen. Und dann kommt es halt drauf an, wer die höchste Punktzahl hat. Das können wir uns ja gerade mal angucken. Diplomatie? Nein. Karten? Wo kann man sich das nochmal angucken? Hilfe war es nicht. Nein. Ich will die Hilfe bitte wieder schließen. Ja, genau, danke. Ja, wir sind Bismarck, das habe ich schon gezeigt. Irgendwo kann man ja, kann man doch die Dings anzeigen lassen. Diplomatie. Aktuelle Situation. Berater. Ach ja, die Berater geben halt Tipps. Wie das Spiel einfacher machen. Infomenü. Einheitenliste, Stadtliste, Ressourcenliste. Große Persönlichkeitenliste. Nein. Bleiben wir bei der Forschungsinfo. Kartenoptionen. Irgendwo könnte man sich das, glaube ich, anzeigen lassen, wie viele Punkte man hat. Aber gut. Jedenfalls, wenn man ein bestimmtes Jahrtausend erreicht hat nach Christus, gewinnt halt der, der die höchste Punktzahl hat. Diplomatieübersicht. Brauche ich auch nicht so unbedingt. Sind noch keine anderen Zivilisationen. Handelsablauf? Nö. Schade. Naja. Ah ja, doch, hier steht's. Wir haben 30 Punkte. Also nicht viel. Und wir wissen halt nicht, wie viel die anderen haben, weil wir ihnen noch nicht begegnet sind. Aber gut, das soll es dann erstmal sein für diese Spielevorstellung. Bis zum nächsten Mal dann. Also bis zu meinen anderen Projekten.